Hallo und herzlich willkommen zurück zum Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. In unserer Lodge, in der wir immer noch unsere Diamanttiere sammeln. Diese Woche haben wir keins geschossen, nur einen melanistischen Wolf. Nur eigentlich geiler als ein Diamant. Aber das Glücksrad wird uns sicherlich verraten, wo wir diese Woche unseren Diamant finden. Deshalb drehen wir da mal dran und schauen, was es wird. Es ist Afrika, Wuhonga, Savanna. Hier sind wir ja die Woche schon gewesen auf Ansitzjagd. Jetzt, also hier geht's weiter. Beim Ansitz hätten wir durchaus auch einen Diamant schießen können, denn ein Spießbock fehlt uns, glaube ich, noch. Waren wir ja auch schon, ich glaube, letzte Woche oder vor die Woche hier in Afrika. Auch da hat uns das Glücksrad hier hingeschickt. Beim Spießbock haben einige gefunden, aber kein Glück gehabt. Deshalb werde ich mich heute hier um den südlichen Bereich kümmern in Wuhonga Savanna und vielleicht ein paar Warzenschweine jagen, denn die haben gerade Trinkzeit und wir sind hier unten in dem südlichen Bereich, wo wir auf jeden Fall Warzenschweine haben sollten. Die sind komplett an der Küste verteilt, bis auf die Westküste, da gibt es keine. Und im besten Fall, ja, finden wir da halt ein paar und können die bejagen. Vielleicht haben wir da was dabei, denn Warzenschweine haben wir auch gefühlt super wenig bejagt, super selten bejagt und fehlt uns auf jeden Fall auch noch in unserer Diamantlodge. Gilt also erstmal überhaupt an die Küste zu kommen, wo wir hoffentlich dann welche finden. Hier in dem Zwischenwasserloch, hier habe ich noch gar nichts entdeckt, denn hier ist auch so ein Ding, aber hier habe ich nur Büffel gehabt. Auch noch keine Fährte, erstaunlicherweise, vielleicht aber auch ein bisschen zu früh dran, denn Warzenschweine auch wieder nur 3 Stunden Trinkzeit. Da ist man immer schwierig, da die richtige Zeit einzustellen, dass sie... Oh, guck mal hier ist eine Warzenschweinlosung, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Küste noch 150 Meter entfernt, die wir da haben. Und mal gucken, in welche Richtung das Vieh hier zieht. Wenn es Richtung Flusslauf da unten zieht, dann... Ja, es ist vielleicht da. Männliches. Oh, da hinten glaube ich sogar schon ein Trinkgebiet, oder? Was ist das, eine Fährte da? Nee, ist noch eine Fährte. Ich hoffe, dass die halt nicht in diesem Schild mit drin stehen, weil dann ist schwierig. Da müssen wir sie am besten raushalten. Weil die natürlich nicht so groß sind wie die Büffel, die hier auch häufig trinken und die man dann halt da oben rausragen sieht. Bei den Warzenschweinen, bei den kleinen Tierchen. Bisschen schwieriger, aber ich hoffe, dass wir hier auch offene Flächen haben. Denn, ja, hier unten jagen wir halt echt super selten. Deshalb vielleicht hier noch irgendwo Diamant-Warzenschweine zu finden. Wir hätten natürlich auch an den Strand gehen können, aber da habe ich schon ab und zu mal gejagt. Sicht besser, aber vielleicht weniger Warzenschweine. Oh, da unten ist eins. Da unten ist ein Dreier Warzenschwein männlich. Das ist auf jeden Fall die falsche Waffe hier. Aber mit der Malma, da können wir doch auf jeden Fall schießen. Jo, das ist mal kurz da festgebackt auf unerklärliche Weise. War sogar das Warzenschwein, was wir hier verfolgt haben. Aktive Fährte. Immer noch hier. Gucken wir uns also schnell mal an. Ist natürlich nur ein Dreier gewesen. Dementsprechend keine Gefahr für Diamantwertung. Gleichzeitig hier die Augen schon mal die Küste weiter auffallen. Natürlich leider echt unübersichtlich hier unten. Aber werden wir durch. Da kommen wir durch. So. Silberwertung bei dem hier. Ein graues Warzenschwein mit einem Lungentreffer. Und wir ziehen jetzt hier weiter. Ich glaube, dass hier natürlich dann auch noch diese Einmündung kommt. Sieht ein bisschen aus, als wenn es hier das Wasser so weit reingeht, aber ist sehr ausgetrocknet, glaube ich. Und ja, ich glaube, an den Trinkgebieten, wo wir hier die Kafermüffel haben, könnten wir sicherlich auch ein paar Warzenschweine haben. Das hier jetzt vielleicht aber zu nah dran. Ich weiß nicht, ob da noch eins steht irgendwo. Gegebenenfalls, ja, aber wenn dann wahrscheinlich schon durch den Schuss abgesprungen. Wir werden dann, glaube ich, eher Richtung Mündung dann wieder welche finden können. Stimmt aber offensichtlich nicht, denn da vorne hat gerade eins gegrunzt. Da ist es. Brummschrei. 90 bis 130 Meter. Aber das ist es genau das. Oh ne, da ist es. Aber ich habe gerade... Ah, da. Männlich ist auf der Flucht. Oh. Naja, ich glaube, wir haben es getroffen. Ist auch noch männliches bei irgendwo. Und die anderen sind, glaube ich, weiblich. Ich glaube, es ist im ersten Moment einmal kurz stehen geblieben, oder? Als ich geschossen habe. Ich weiß nicht, ob der erste Schuss drauf war. War mir nicht sicher. Ich glaube, es hat gezeichnet beim ersten, aber er ist nicht so in die Kugel gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Trotzdem glaube ich, ja, haben wir getroffen. Er ploppt auf der Karte.
tot ist es allemal, war eh nur ein Dreier. Insofern Wertung egal. Wir schießen natürlich die Männlichen, um auch hier wieder den Respawn zu triggern vor dem Männlichen. Dass wir da gegebenenfalls dann Diamanttiere im Respawn haben. Warzenschwein hier. Da sehen wir Bronze. Ja, erster Schuss ein bisschen weit vorne. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Nicht so reingelaufen, wie ich es dachte. Und dann zweiter Schuss ein bisschen an der Lunge vorbei. Aber passiert. Die anderen weiblich, deshalb lassen wir die mal außen vor. Und wir gucken jetzt, dass wir dann hier hinkommen. Also da das Büffelgebiet rein theoretisch. Das sind auch noch 280 Meter. Ist alles hier sehr eng gestaffelt. Deshalb, ja, müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht die Warzenschweine alle beim Schießen schon vertreiben. Weil wir sie halt auch erst spät zu Gesicht bekommen in diesem ganzen Gestrüpp hier. Aber ich glaube, da unten ist da sogar die Ecke. Ist, glaube ich, so eine offene Fläche irgendwo, so eine große. Ist es da? Könnte sein, dass, glaube ich, in der Mitte so eine kleine Erhebung mit so ein paar Bäumen drauf, aber ringsrum offenes Gelände. Ja, ich glaube, das ist das da unten halt nur wirklich das gleiche wie überall anders. Die Büffel ein bisschen leichter zu sehen als die Warzenschweine. Aber müssen wir uns anpirschen und annähern und dann schauen. Vinci da zum Glück ganz gut. Wenn der da noch drauf wäre, wäre ein Ticken schwieriger. So haben wir da zumindest den auf der Seite. Und der vertreibt uns die Tiere da nicht direkt. Aber irgendwie kriege ich da auch nicht so den super Durchblick nach da hinten. Ich weiß nicht, irgendwo muss hier die Stelle sein, die ich meine. Weiß aber nicht, wo genau. Bin ja schon länger nicht mehr rumgezogen. Aber ich gehe vielleicht mal Richtung des Hügels. Aber über dieses hohe Gras hier, das nervt ein bisschen, ne? Ich hoffe, dass die Küste da unten vielleicht ein bisschen weiter aufklart. Ja, und dann sind wir schon auf der Flucht. Das Warzenschwein. Ah ja, da vorne läuft's. Hab's gesehen. Irgendwo, da war's gerade. Da rennt's. Aber ich höre noch eins. Und da, Brumpfschrei. Okay, dann widmen wir uns vielleicht lieber dem. Und hat drei haben wir gesehen, ist weggelaufen. Hat hier ein bisschen bessere Sicht. Mal gucken. Oh ja, guck mal. Guck mal. Wenn wir hier auf den Hügel gehen vielleicht und dann einen Caller platzieren. Denn Warzenschweine können wir logischerweise auch callen. Das ist kein Problem. Dann kriegt man es vielleicht aus dem Buschland da raus, falls ich die nicht eh schon irgendwie da mit dem Fernglas entdecken kann. Ach, guck mal da unten. Da sind doch zwei männliche sogar. Umso besser für mich. Hier können wir sicherlich beide erlegen. Ich gehe noch ein bisschen höher, falls da noch irgendwo eins hockt. Aber nee, ich glaube, das sind nur die beiden. Gute Gelegenheit, die zu schießen. Da an der Küste ist nichts zu sehen. Also gehen wir auf die beiden Warzenschweine. Beides Dreier. Beide ruhig. Eins und zwei. Und auch die haben wir. Sehr gut. Zwei weitere männliche Warzenschweine auf dem Konto hier. Aber auch jetzt wird man gesehen, wie gut das mit dieser dünnen Linie im Visier ist. Gerade wenn das so im Wasser steht, man die Wasserlinie sieht und dann genau über diese Wasserlinie schießen möchte. Also das neue Visier ist echt, man kann es nur wiederholen, einfach echt eine super Änderung. So, hier immerhin Goldwarzenschwein. Natürlich nicht das, was wir suchen, denn bisher auch noch kein größerer als ein Dreier gefunden, oder? Auch hier doppelter Lungentreffer natürlich. Aber nur ein 40er, 58, 1,9 bräuchten wir für die Diamant-Trophäe des Warzenschweins. Leider sehen wir aber auch, viel Zeit bleibt uns nicht hier mit der Warzenschweinjagd, denn auch der Sonnenstand ist hier in Afrika erbarmungslos. Hier wieder so ein kleines Matsch-Sumpfloch. Auch das häufig irgendwie Trinkgebiete von Tieren, aber warzenschweinmäßig hier nichts zu entdecken. Wie viel spät haben wir? Ja, guck mal, wir haben auch schon wieder nicht mehr eine Stunde Zeit, um überhaupt hier noch im Trinkgebiet zu sein oder in der Trinkzeit der Warzenschweine. Und das nimmt uns halt echt ein bisschen die Option. Und hier unten ist halt auch kein... Oh, da steht einfach vor mir irgendwo in der Hecke hier. Irgendwo vor meiner Ecke. Da bewegt sich was. Ich kann es doch nicht spotten. Wo ist es? Komm her. Komm her. Wo ist es hier drin? Ich schwöre, da. Guck mal. Da steht einfach ein zweier männliches Warzenschwein. Der fühlt 5 Meter vor dir, Alter. Und du siehst es halt einfach nicht. Weil die einfach in dieser Hecke hier drin stehen. Aber Schuss ins Herz bei dem hier.
Das macht wirklich die Jagd so schwierig. Ein Büffel hättest du da gesehen, das war ein Schwein aber eben nicht. Aber da vorne sehen wir, ist schon wieder die Küste. Ich schlag mich jetzt hier wieder weiter Richtung Süden durch. Denn wir hören da bei Warzenschweine. Wir machen hier unten so einen Bogen. Aber wir gucken mal, dass wir hier wieder Richtung Ufer kommen und dann vielleicht die Uferlinie ein bisschen abgehen können. In der Hoffnung, da auch Warzenschweine zu finden. In der Zeit, die uns hier noch verbleibt. Denn das ist halt wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Klar, wir haben Nachtsichtwiese dabei. Dunkelheit wäre nicht das Problem, aber die Trinkzeit, die ändert leider auch. Wenn die weitergehen würde, wäre halb so schlimm. Aber ohne Trinkzeit sind auch keine Warzenschweine hier. Aber da komme ich hier gerade zum Ufer und schon sehen wir das nächste. Ist zwar aufmerksam. Oh, da sind sogar zwei. Ein schönes Vierer. Wie rum steht das denn? Haben wir das Vierer erwischt? Ich hoffe, wir haben das Vierer erwischt. Bin mir nicht sicher. Das Dreier auf jeden Fall. Ich habe das Vierer auch nicht weglaufen sehen. Vielleicht haben wir Glück. Ein Kudu ist auch noch hier. Kudu wäre auch eine Option, denn ich glaube, auch den haben wir noch nicht als Diamant. Allerdings, Vierer Wartenschwein auch getroffen. Und ich meine, 48. Fehlen natürlich auch noch 10 bis zum Dia, aber hat schon ordentliche Hauer, ne? Gar nicht so schlecht. Schöner Treffer auch. Herz. Und dann Lunge, Leber, Magen. Hier auch im Vollsprint, bisschen weit hinten abgekommen. Aber auch hier noch Leber und Lunge getroffen. Auch Goldwertung. Also wir schießen schon auch gute Warzenschweine hier. Allerdings, ja, Diamant bisher nicht verwehrt. Uns verwehrt geblieben. Aber jetzt hier die Küste vor uns. Ich glaube, da vorne macht es so ein bisschen einen Bogen. Jetzt in dem Außenbogen natürlich schwierig, aber hier vielleicht. Wenn wir hier sind, dass wir dann hier einmal langschauen können. Und wir da was stehen sehen. Das würde es leichter machen als jetzt hier in der Außenkurve. Denn das dürfte nichts werden. Hier sehe ich... Oh, warte mal, doch da war irgendwas. Da. Da ist ein männliches Warzenschwein. Auch das können wir natürlich dann uns einmal schnappen. Und da ist sogar noch eins auf der Flucht irgendwo da. Ja, weiß ich, wahrscheinlich irgendwo in der Richtung gewesen. Ja, der visuelle Indikator ist natürlich ein bisschen off, muss man fairerweise gestehen. Haben wir das Kudu-Tierchen? Wo ist das? Warnruf. Naja, egal. Hier glaube ich auch noch ein Trinkgebiet. Wahrscheinlich auch von einem Warzenschwein. Aber das logischerweise geflohen aufgrund unserer Schüsse, sowohl wahrscheinlich schon bei dem ersten Schuss hier. Oh, 7 Stück sogar. Oh, immerhin. Sind auf jeden Fall ein paar dabei hier. Aber müssen es halt echt ein bisschen hier Zahn zulegen. Aufgrund des Sonnenstands, die sogar schon hinter den Bergen dazu sein scheint, denn ich sehe sie nicht mehr. ...70 bis 110 Meter Brummschrei Warzenschwein. Ja, wo bist du, mein Freund? Da bist du als weibliches Warzenschwein, aber wo ist das männliche? Das zieht aber auch weg da, ne? Ah, okay, die werden wahrscheinlich weiter nach hinten reinziehen. Bringt mir also nichts. Warte mal, da? Ne. Oh ne, guck mal, der kommt zu mir. Was ist mit ihm? Oh, da ist ein Zweier männliches. Die kommt zurück, aber anscheinend nur das eine männliche dabei, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ist das ein rotes da eigentlich? Wie sehen rote Warzenschweine aus? Ich glaube, rote und Albino selten bei denen, ne? Aber haben die mehr rot als nur das... Nur die Haare? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Vielleicht schießen wir das einfach. Aber weiß noch nicht, welche das jetzt ist. Hab's natürlich aus den Augen verloren. Sehe ich jetzt hier im Schilf überhaupt gar nicht. Da ist der Zweier. Was bist du hier? Du bist das, ne? Ich schieße da einfach mal. Und wir gucken uns an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so männlich-weiblich-Ding ist. Aggressive. Oh, oh. Hab keine Munition mehr. Okay. Wir haben es gestoppt. Der erste Schuss war nicht so gut. Aber wir gucken mal eben, was das weiblich hier für eins ist.
Rot-braun ist es. Ah, okay. Ich glaube, nur rot ist selten bei denen. Na gut. Aber hätte sein können. Wir haben ja auch den melanistischen Wolf die Woche geschossen. Warum nicht auch mal hier einen seltenes Warzenschwein versuchen, wenn es denn selten gewesen wäre. So, das andere Warzenschwein liegt auch noch hier. Haben wir ja von der anderen Seite geschossen gehabt. Und dann geht es weiter hier die Küste lang. Mal gucken, dass wir noch hier hinkommen. Vielleicht hier noch abchecken. Die Reihe. Allerdings, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier so viele Warzenschweine schießen auf so engen Raum, sehr wenig Hoffnung, dass sie in Trinkgebieten sind. Aber wir haben ja gerade gesehen, manchmal ziehen die uns dann auch in die Arme entgegen. Und wir können sie da nochmal schießen. Auch hier noch ein kleiner See, aber auch hier wird halt keiner mehr im Trinkgebiet stehen. Vielleicht sogar die Gruppe hergekommen, die wir gerade bejagt haben, dass die uns in die Arme gelaufen ist von hier. Mag durchaus sein, wenn ich das hier so sehe. Oh, das war erstmal ein Brummschrei von einem anderen Warzenschwein. Das ist noch hinter dieser kleinen Erhebung. Mal gucken, ob wir das finden können. Ist natürlich auch sehr nah. Dadurch, dass wir hier gar keine Sicht haben. Aber da hinten sehen wir zum Beispiel... Oh, da ist noch ein schönes Vierer auch. Dann nehmen wir das einfach da hinten, oder? Aber wir gucken vielleicht erst, was das hier vorne für eins ist, falls wir das sehen. Nicht, dass hier vorne das... Die Warzenschwein steht. Und wir da hinten das Vierer schießen. Halten wir das mal in der Hinterhand. Boah, Junge, die Sonne. Blendet. Ordentlich. Ja, keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall einiges an Trinkgebieten. Ah ja, da steht's. Ein Dreier-Warzenschwein. Dann würde ich sagen, nehme ich das da hinten. Aber treffen wir das gut? Halt auch eher schwierig. Ja, aber sieht gut aus. Noch einen guten Treffer. Das hier flieht. Alter, haben wir da getroffen. Oh, komm, nachladen, gib mir noch eine Kugel. Und auch das haben wir gelegt. Also drei männliche Warzenschweine hier nochmal erwischt im letzten Büchsenlicht fast. Denn lange dauert es nicht mehr. Was haben wir hier vorhin getroffen, dass wir das gelegt haben? Wahrscheinlich der Durchschlag einfach hat es geregelt, oder? Lebertreffer. Irgendwo von einem Lebertreffer fällt so ein Warzenschwein einfach schon um, ne? Also schusshart sind die halt wirklich nicht. Das muss man auch fairerweise sagen. Schusshart sind die beim besten Willen nicht. Den haben wir erst drüber geschossen und dann auch Lebertreffer. Goldwertung bei dem. Und dann haben wir halt noch den Vierer da hinten irgendwo. Da flitzen wir mal eben durch die Büsche hier durch. Und da sind wir auch am Ende hier quasi angekommen, denn ich glaube, hier hinten kommt gar nichts mehr. Also gerade an der Küste hier ist auf jeden Fall kein Warzenschwein mehr. Wir sehen auch, dass hier Map-End ist. Das Jagddruck nämlich hier beendet. Und damit haben wir zumindest diesen Bereich hier komplett einmal abgejagt. Haben ein paar Warzenschweine gefunden, auch gut geschossen. Zwei Vierer waren aber das höchste der Glücksgefühle. Mehr waren es dann hier auch nicht. Aber ey, bisschen Respawn fördern für vielleicht den nächsten Versuch auf die Warzenschweine. Immer gut. Und zum Abschluss hier nochmal ein 53er in Gold. Sehr gut. Ja, ey, Warzenschweinejagd auch mal wieder gut gewesen. Lange nicht gemacht. Hat Bock gemacht und das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.